Hallo Freunde und willkommen zurück hier zu einer weiteren Folge von Dead by Daylight Schlachtfest. Heute fangen wir eine ganz gemächliche Runde an mit dem freundlichen Geist. Der Geist spielt mal wieder den Geist und ich muss sagen, Schande auf mein Haupt, denn diese Challenge, die wir heute haben, ja gut, abgesehen davon, dass diese Nähe sehr doof ist, haben wir eine interessante Challenge mit diesem Geist hier, die wir haben seit Staffel 1. Und ich habe sie mir nie aufgeschrieben. Und deswegen, ja, habe ich sie irgendwie die ganze Zeit übersehen. Aber unsere Challenge ist, solange wir jemanden verfolgen, immer zu klingeln. Das ist eine total geile Challenge und überhaupt nicht überflüssig und nervig. Aber das ist mir neulich aufgefallen, als ich nochmal durch unsere Kommentare gelesen habe, dass uns das noch fehlt. Und der ist doch hier rein. Nein? Ach, sei doch nicht nervig. Könnt ihr aufhören, mich zu blenden, bitte? Danke, ich wäre euch sehr zu Dank verpflichtet. So, jetzt kann ich endlich. So. Hä? Ja, toll! Was seid denn ihr? Oh, jetzt kommt auch noch die Sonne. Sonne ist was Tolles. So. So, guck mal. Nein! So, guck mal. Ach, die Sonne. Ich habe vergessen, die Lampen runterzubringen. Die Lampen. Die Jalousien runterzumachen. Ich hoffe, ihr hört das Klicken nicht so laut. So, aber so geht's am einfachsten zu bimmeln. Boah, es geht mir jetzt schon auf den Sack. Und ich sehe einfach nichts mehr. Ich sehe gar nichts mehr. Ich sehe nicht nur kaum was, ich sehe einfach nichts mehr. Ernsthaft? Da kann er einfach drauf. Wieso kann der denn da drauf? Du bist ein scheiß Bagger, Alter. Was ist denn das für ein Rotz? Super, da kommt man ja als Geist nicht ran. So, ja, herzlichen Glückwunsch. Ich habe deine Kollegin trotzdem erwischt. Ja, und die geht da jetzt mit drauf, 100 Pro. Ja, jetzt ist die da auch mit drauf. Ernsthaft? Ernsthaft? Muss ich dazu irgendwas sagen? Ich bin so froh, dass ich das aufnehme hier. Ich bin so froh, dass ich das aufnehme. Ganz ehrlich, das gibt's doch nicht. Warum geht sowas überhaupt? Ich als Geist bin da nicht drüber gekommen. Hey Dwight! Na? Nimm ich halt dich. Whitey, ich bimmel dir ein. Das klingt irgendwie sehr sexuell. Whitey, nein. Ich will dich doch anbimmeln. Bimmel, 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 bimmel. Hallo, Whitey. Hey, Kumpel, das gefällt mir nicht. Bimmel, bimmel, bimmel. In die Bimmelbahn. Bimmel, 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 bimmel. So. Die Bimmelbahn hat zugeschlagen. Dwight wurde überfahren. Das hat er davon, wenn er auf die Schienen gelegt wird. So, ich bin gespannt, wie viele Leute wir töten können, weil ich gehe nicht davon aus, dass ich es schaffe, ohne niemanden drin im Tod meine beiden Kollegen zu töten. Aber was ich jetzt mal ausprobieren will, ich jag doch gar keinen, warum bimmel ich überhaupt noch? Was ich ausprobieren will, kommt man da so? Ja, da kommt man tatsächlich doch hin. Man muss nur von oben gehen. Was ist denn das für ein Bug-Using? Alter, ganz ehrlich. Wer denkt sich denn sowas aus? Ich meine, bald kommt ja das neue Update, ne? Der Player-Testbild hat heute angefangen.
Ich bin mal gespannt, ob die das ändern werden. Oh, da hat was gebimmelt. Wieso haben die eigentlich immer noch Taschenlampen? Ganz ehrlich, warum haben die eigentlich immer noch Taschenlampen? Wie lange halten die? Habe ich dich nicht gerade geschlagen? Bimmel, 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 bimmel. Bimmel, bimmel, bimmel. Ich bin die Bimmelbahn. Oh, hallo. Hä? Ach. Der klassische David Kingkirk. Mir in die Fresse. Na komm, wo bist du? Bist du denn jetzt hin? Kannst du vergessen. So. Einmal aufgehangen. Ja, ganz ehrlich. Viel Spaß, ne? Wieso kann der das eigentlich schon wieder machen? Na gut. So. Jetzt ihn. Meine Fresse. Das kann doch nicht so schwer sein. So, die liegt wieder. Hat sie sich verdient. Das hat sie sich verdient. Ah, fuck it. Das ist leider sehr weit auseinander. Also so weit auseinander ist das gar nicht, aber leider zu weit, als, ja. Dass es sicher wäre, sie wegzubringen, ohne dass der andere runterkommt. Ah, das ist, glaube ich, ihr Blut, das ich damit schleife. Hallo? Näher! Näher, ich hab dich. Hallo. Hups. Arschlöcher. Komm, hättet ihr gedacht, dass wir die beiden Idioten mit ihren Taschenlampen noch kriegen? Ich bin ein bisschen stolz auf uns, ganz ehrlich. Ja, für den Dwight war das richtig scheiße, weil die dann alle nur, ja, die beiden mit der Taschenlampe wollten halt zusammen einfach nur auf den Geist gehen. Ne, das muss man einfach bedenken. Deren Ziel war, glaube ich, echt nicht zu gewinnen, sondern einfach mehr auf den Sack zu gehen. Ja. Mal gucken, ob ich das hier noch schaffe, den kaputt zu machen. Aber ich glaube, nee, guck mal, da ist schon vorbei. So, die kriegen jetzt erstmal von mir ein Bug-Users. Punkt, Punkt, Punkt. So. Und dann schauen wir uns mal an, gegen wen wir gespielt haben. Ich frage mich halt echt, ja... 10 Sekunden zwar extra, aber trotzdem ist das irgendwie so, dass ich mir denke, Mann, wie lange haben die mir eigentlich in die Fresse geblendet. Na gut, Freunde, wir haben diese Runde, ja, mit Bravour, würde ich sogar sagen, geschafft. Wir brauchten nicht mal niemanden drin im Tod, soweit kam es nicht mal. Und, ja, diese Challenge, die ich ewig vor mir hingeschoben habe, beziehungsweise die ich vergessen habe, weil ich sie mir wohl niemals aufgeschrieben habe, ist jetzt hiermit auch mit erfüllt. Also, Quietsche-Entchen, gern geschehen. Und ja, dann sehen wir uns gleich in der nächsten Folge wieder. In der nächsten Runde, Entschuldigung. Bis gleich. So, Freunde, da sind wir auch schon bei Runde Numero Duo. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, es ist mit Löschweinchen. Aber nicht nur mit Löschweinchen, sondern habe ich auch mal wieder eine invertierte Steuerung. Diesmal aber tatsächlich nur invertierte Steuerung. Das heißt, gehe ich nach unten, geht sie nach oben, gehe ich nach oben, geht sie nach unten. Ich kann zum Glück richtig rumsehen, wodurch mein Kopfschmerzfaktor hoffentlich minimiert wird. Denn meine Motion Sickness sollte hoffentlich nicht aktiviert werden, nur weil ich ja meine Maus in andere Richtungen bewegen muss. Ich bin mal gespannt. Ich kann nichts versprechen. Und eigentlich ist es ja nicht anders als vorher, ne? Nur halt von der Mausbewegung. Es ist nur die Y-Achse invertiert. Das zeige ich euch im Endeffekt dann auch nochmal in den Einstellungen. Was anderes ist nicht passiert.
Und trotzdem, ich muss gerade aufstoßen, Entschuldigung. Und trotzdem fühlt es sich irgendwie voll merkwürdig an. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah, ist das creepy. Hey, Yui. Oh Gott. Yui. Du heißt doch Yui, oder? Wie war das? Wie war nochmal der Name? Na komm. So, jetzt aber. Nummer 1 und sie rennt gegen die Wand. Rennen gegen die Wand. Komm ins Zauberland. Was? Kluges Kind. Kluges Kind. Ha. Wie sie das noch geschafft hat, frage ich mich. Und ich habe da noch jemanden gesehen. So, erstmal sie. Kommt da gleich eine Taschenlampe? Nee, da kommt keine Taschenlampe. So, ach, ich habe die Mütze vergessen. Verdammt. Ich habe die Mütze vergessen. Hi, Claudette. Claudette, ich... Ey, mein Totem. Claudette. Ja, mach weg. Mach weg den Kack. Gib Punkte für mich. Und ich brauche sowieso... Punkte in Verfolgungskategorie, damit ich meine Daily fertig... Nicht meine Daily, sondern... Ihr wisst schon, wie heißt das Zeug? Archiv heißt das Zeug. Boah, ich sehe... Ich drücke einfach schon wieder die falsche Richtung. Es ist so ultra ungewohnt. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Naja, ich sneak mal wieder ein bisschen. Es ist so ultra ungewohnt. Ganz im Ernst, Leute. Mal eine kleine Publikumsumfrage. Benutzt irgendjemand von euch, so er nicht denn gerade mit dem Controller spielt? Die Controllerspieler sind hier gerade mal außer Acht gelassen. Benutzt irgendjemand von euch, falls er mit Maus und Tastatur spielt, eine invertierte Maussteuerung? Macht das jemand? Ich finde das das Einzige, wo man das machen kann, und das auch nur, weil es nativ so drin ist und man sich deswegen schon dran gewöhnt hat, ist, wenn du in einem Flugzeug bist oder sowas, bei Far Cry oder was weiß ich nicht alles, wo man im Flugzeug fliegt. Oder Just Cause ist, glaube ich, auch so. Was habe ich denn noch gespielt, wo man Flugzeug fliegt? Keine Ahnung. Ich spiele nicht, wo man Flugzeuge fliegt. Jedenfalls nicht so viele Sachen. Ach, Katie... Stehen geblieben. Ja, das hat nicht so gut geklappt, hä? Nein, ich hab's schon wieder vergessen. So, aber die lege ich jetzt vor das Ding. Und dann kriegt sie ihre Mütze. So. Hier war das nochmal rechte Maustaste. So, jetzt kriegst du Mützchen. So. Ich muss die Fallen... Versuchen, alle zu verteilen, bevor der letzte Generator an ist. Habe ich irgendwas gesagt? Nee, ne? Boah, es ist so creepy. Ich komme einfach nicht klar. Yui. Ach, fuck it. Da steht eine Bank im Weg. Yui. Guck mal, niemand tritt dem Tod. So, du kriegst auch eine Falle, auch wenn die dir nicht mehr viel bringt. Seit irgendeinem Update muss man die ja nicht mehr abnehmen, bevor man rausgeht, wenn sie nicht an sind. Das ist ein bisschen schade, aber nicht zu ändern. So, und jetzt wird natürlich erstmal jemand... Ach, schon ein Tor aufmachen. Erstmal ein Tor fast aufmachen, wollte ich gerade sagen, bevor jemand versucht, die gute Fräulein Kate hier zu fangen. Denn ich gerade jemand gesehen? Nein, das ist auch nicht das Tor. Das heißt, ich gehe mal Richtung Mitte. Vielleicht sehe ich irgendjemanden über die Mitte schlawenzeln. Okay, da drüben erstmal. So. Oder jemand wartet die ganze... Ja, guck mal, der wartet die ganze Zeit hier.
Der hat wahrscheinlich die ganze Zeit Generatoren gemacht und freut sich jetzt, dass er draußen ist. Jo, ich glaube. Ja gut, die Kate hat nur jetzt richtiges Pech, weil die Kate, die kommt nicht so einfach raus. Da ist eine Claudette. Hey Claudette. Ich weiß, dass du da oben bist. Na? Oh Gott! Diese Maus! Hey Claudette. Oh Mann! Oh, falsche Richtung, Claudette. Hm? Kacke gelaufen, was? So, dann macht das die erstmal kaputt. Wo ist sie? Da, sie krabbelt zum Ausgang. Kannst gern versuchen, zum Ausgang zu krabbeln, aber trotzdem kriegst du erstmal eine Mütze auf. Gib mir wenigstens noch ein paar Punkte. Und ich komme mal mit dem Achievement näher. So, wenn jetzt alles klappt, kommt die da hinten hin. Wenigstens ein bisschen Distanz zwischen Claudette und den Ausgang bringen. Ich glaube tatsächlich, dass die Leute versuchen, die Mützen abzumachen. Also, die Kate muss es ja, aber ich glaube auch, die Yui versucht, die Mütze abzumachen. Na, Yui? Ah, jetzt wirst du rausrennen. Dann renn raus, du darfst raus. Du kannst ja auch raus. Ciao, Yui. Boah, ja, und die Kate? Die Kate macht wahrscheinlich gleich Knack. Die Kate ist hier gewesen. Naja, gut. Die Kate macht nicht Knack. Ach komm, wir lassen die Kate Knack machen, oder? Komm, lass mir die Kate Knack machen. So, komm, lass Knack machen. Na komm, mach Knack. Willst du nicht Knack machen? Nein! Du sollst Knack machen! Mach jetzt Knack! Das ist unbefriedigend! Warum klatscht die Falle nicht zu? Ja gut, der Entitus darf das auch machen, aber warum ist die Falle nicht zugeklatscht? Jetzt bin ich ein bisschen deprimiert. Entschuldigung, dass das jetzt so lange gedauert hat. Eigentlich hasse ich sowas, aber ich wollte sehen. Und dann geht die Falle einfach nicht zu. Die müsste doch zugehen. Ich bin doch nicht komplett doof. Sorry. Wanted to see the trap work. So. Ja, Rang 1 und Rang 2. Ich weiß nicht mehr, wer das war, aber schön, dass wir gegen die spielen dürfen, wenn ich Rang 13 bin. Gut, Freunde. Das war Runde 2 mit der invertierten Steuerung. Hier bitte schön Y-Achse invertieren. Ausmachen. Weg mit dem ekelhaften Zeug. Und jetzt, noch nicht jetzt für mich, aber jetzt für euch, gibt es noch ein ganz besonderes Schmankerl. Und ja, ein ganz besonderes Sahneschnittchen obendrauf auf die DBD-Folge. Und zwar wird mir dabei jemand zur Unterstützung dazukommen, die gute Fräulein Quietscheentchen. Und wir wollen euch jetzt zumindest, ja, ich werde euch den Killer zeigen und wir schauen uns die neue Map an und alles, was dazu gehört. Ja, und dann sehen wir uns gleich wieder. Hallo Freunde, oh, das ist das falsche Ding, das war der falsche Tab und da sind wir auch schon wieder bei der letzten Runde von DBD. Wir sind im Krankenhaus von Silent Hill, ach wie, nee, das ist die Grundschule, aber trotzdem, wie cool ist das bitte? Ja, wir spielen den neuen Killer Pyramid Head in einer, ja, Kill Your Friends Runde, einfach um sich das Ganze hier mal anzugucken und wie geil ist diese Map bitte, schaut euch das an. Diesen Detailgrad an. Das ist ja so ultra cool. Und gerade Pyramid Head ist mega geil.
Ehrlich, ich liebe Pyramid Head. Der Typ ist so lustig. Lizzie hat einen... Okay, das sind ganz normale Schränke, da kann man nicht rein. Ich dachte, ihr wurdet ersetzt. Naja, jedenfalls. Erstmal die Map angucken. Das ist das, was wir heute machen wollen. Map angucken. Sachen schlagen. Aber warum schlägt der von unten? Das ist ja mega unpraktisch. Oh, ein Totem. Das mache ich kaputt. So, und dann... Nicht weinen. Nicht weinen. Naja, egal. So, dann probieren wir doch mal ein paar Fähigkeiten aus. Und das ist... Oh, das ist irgendwie komisch. Das... So, ich mache hier diese komischen Riten. Und dann habe ich... Ah. Und da sollen Überlebende freiwillig drüber laufen? Da sollen Überlebende... Ach, mal ganz im Ernst, wenn man... Wenn Überlebende dieses Ding genauso vor sich sehen wie wir, dann weiß ich nicht, warum man da drüber laufen sollte. So, ich mache das hier wieder. Oh, schön. Und, wenn... Hier ist eine Luke. Hallo, Luke. Na? Tja, jedenfalls, während wir diese Spuren legen... So, können wir auch... Dann das Urteil aktivieren. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie das hier alles heißt, aber... jedenfalls können wir dann ganz interessant... ja, eine... Oh, cooles Ding. So eine Druckwelle, so eine Kraftwelle nach vorne machen, um dann die... ja, alle Überlebenden, die in diesem Radius sind, zu schädigen. Also quasi so ein ähnliches Ding wie mit der Seuche, wenn du Blutpudding hast. Blutpudding, wenn du diese Blutspucke hast. Ja. Eine Fahne. Boah, ist das cool hier. Ist die Map geil. Ich feier die voll. Schuppidupidupidu. Ich bin ein Pyramid im Kopf. Auch wenn ich mir ein bisschen wünsche, dass wir nicht Opa wären, sondern vielleicht der Enkel. Weil irgendwie kann man ja sagen, ich weiß nicht, wer es von euch kennt, aber dass der nette Tresorkopf aus The Evil Within doch ja schon irgendwie so ein bisschen der Enkel... Oh, was klopft denn hier so? Oh, Quietschentchen hat irgendwas gemacht. Ich glaube, sie ist... Ja, die ist über so ein Ding gelaufen. Sie will wohl eingesperrt werden. Die hat das wahrscheinlich absichtlich gemacht. Ich habe sie stumm gestellt. Sie kann uns nicht antworten. Also sie könnte schon, aber hören tun wir sie trotzdem nicht. Aber okay, man bekommt das also angezeigt, beziehungsweise mit Audio angezeigt, wenn irgendjemand über die Dinger läuft. Was habe ich gerade erzählt? Opa. Ach ja, wir sind ja irgendwie der Opa vom Tresorkopf. Hi. Das Totem. Oh, ich bin in die falsche Richtung. Funktioniert das auch? Boah, das funktioniert auch! Okay, also man kann das so, tatsächlich sogar durch Fenster machen. Es geht. Es ist toll. Ich liebe diesen Typen, aber ich kann mir vorstellen, dass diese Map richtig schwierig sein wird. Ich bin ganz ehrlich. Hi, ne? Wie... Ach, warum rennt die denn jetzt weg? Ich will dieses Ding ausprobieren. So, das scheint gut zu klappen. Und jetzt könnte ich sie in den Käfig stecken. Aber dann wäre die Runde vorbei. Doch, komm, wir machen... Ich stecke sie jetzt mal in den Käfig, damit wir das sehen. So, da hinten ist sie jetzt im Käfig. Das schauen wir uns doch mal an. Und so wie ich das verstehe, sind die Käfige im Prinzip sowas wie Haken für den guten, lustigen Pyramidenkopf. Und ja, da kann man dann auch rausgeholt werden. Ach, es gibt ja... Logisch, es muss eine obere Etage geben, es ist die Grundschule. Aber wie kommt man da hin? Hast du schon eine Treppe nach oben gesehen, Schatzi? Okay, sie redet wieder nicht mit mir und ich gucke nicht zu ihr. Nein, da! Gut, dann gehen wir jetzt nochmal. Ja, genau, das hier, diese Dinge sind im Prinzip die Haken für den Pyramidenkopf. Zumindest, wenn die Überlebenden durch diese Spuren hier gelaufen sind.
Und sobald die zweite Phase anfängt, muss die gute Frau, oh, sie hat sich jetzt sterben lassen, oder ich weiß nicht, ja, muss die gute Frau Fähigkeitschecks lösen, damit sie nicht getötet wird. Und sobald sie einmal in diesen Fähigkeitscheck-Modus gekommen ist, so, wir fahren einmal fort, dann, und ich sie dann nochmal umklatsche, wenn sie in diesem Modus ist, dann kann ich sie einfach umbringen. Das macht auch sehr viel Spaß, kann ich mir zumindest vorstellen, werden wir nur leider nicht rausfinden. So, und jetzt würde ich noch eine Runde spielen wollen, wenn die gute Frau dabei wäre, indem ich einfach das Mori zeige und wir vielleicht noch die obere Etage der Map so ein bisschen zeigen, weil da waren wir ja jetzt eben nur ganz kurz zum Dingens. Ich weiß nicht. Komm, ich schalte dich mal auf laut. Ich hatte keine Skillchecks. Okay. Ich schalte dich jetzt trotzdem mal auf laut. Ich hoffe, das ist nicht zu laut. So, ein bisschen leiser machen und dann hallo. Hi. Nein, ich hatte keine Skillchecks. Ich bin einfach nur gestorben. Okay, dann wahrscheinlich, weil dich niemand da rausgeholt hat. Genau. Du bist aber auch schon einmal mir vorbeigelaufen. Das tat gut fürs Ego. Ja, ich wollte mir die Map angucken. Nein, du hast mich dann eingesperrt. Ich hab sie gesehen. Du hast mich eingesperrt. Du hast doch diese komische, dieses Ding hinter dir gemacht, ne? Keine Ahnung. Wo ich da, wo das dann angezeigt worden ist, dass ich da durchgelaufen bin. Ja? Ich war da hinter der Wand und bin nicht mehr rausgekommen. Oh, schön. Ohne dort durchzulaufen. Gerne. Gerne, gerne. Das kann ich gut. Boah, ich mag den Pyramidenkopf, der ist toll. Er ist laut. Ja, ist der so kacke? Er ist so laut. Und siehst du das, siehst du diese komische Spur genauso auffällig? Ja. Und da soll man, wenn man nicht gerade irgendwie eingesperrt wird, soll man da freiwillig durchlaufen? Ich kann es mir vorstellen, wenn du sagst, man hat Gras oder sowas, dass man die dann nicht so exzessiv sieht. Ja gut, aber auf solchen Indoor-Maps ist das sehr offensichtlich. Ja, auf den Indoor-Maps absolut. Da war eine Treppe übrigens. Grad, ja, ja, wir sind ja gerade die Treppe runtergegangen. Ich würde dir gerne mal eine Palette auf den Kopf hauen. Hau mir doch eine Palette auf den Kopf. Du machst nur wie schon wieder Totems. Hallo, ich habe hier gar nichts aktiviert. Oh mein Gott, wo bin ich denn jetzt? Keine Ahnung. Oh. Oh, die ist hier ins Folterding reingehüpft. Da wackelt sie. Da ist sie im Käfig drin. Entschuldigung. Leichte Verwechslung. Ein Rabe. Und wie hört sich das an, wenn ich die Palette auf den Kopf kriege? Ja, normal. Was geht denn weiter? Oh, interessant. Geheimgang. Wo du anscheinend nur als Killer langkommst, wenn du... Und jetzt sind wir beim heulenden Ding. Wo ist ein Geheimgang? Ja, es gibt bei den Badezimmern gibt's einen Geheimgang, den du als Killer aufmachen kannst. Und dann kannst du durch die Badezimmer die Etagen wechseln. Oh, das will ich sehen. Wo bist du? Oben im Badezimmer gerade. Krach hab ich. Hallo? Ich sitze am Klavier, ich spiele ein bisschen. Okay. Das ist echt nicht gut. Nein? Das sind aber auch nicht viele Noten, das muss man dazu sagen. Oh, das hat ja gut geklappt. Ach, so kommst du auch ganz ehrlich. Ja, gut. Da brauchst du die Abkürzung gar nicht. Aber zum Hochkommen ist das gar nicht mal so schlecht. Die Totem sind ganz böse. Kann sein. Ja, ich habe eins ganz böse schon gefunden. Ich kenne aber auch niemanden, der so totemverrückt ist wie du. Ich stehe dazu. Ich habe Angst vor Nöd. Nöd, 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 Nöd. So. Sollte ich dazu sagen, tut mir leid, dass DBD sich einen Tag verspätet. Wir hatten PP, persönliche Probleme. Deswegen war es nichts mit Aufnehmen. Und hier kommt man auch runter. Okay, mal schauen. Hast du schon mal einen Gen gefunden? Naja, mir werden die Dinge angezeigt, also dementsprechend. Ja, okay. Mich zu fragen, ob ich Gens finde, ist ein bisschen zu fragen, wie ich Jens finde. Keine Ahnung, warum ich das gesagt habe. Ah, okay.
bin ich gespannt. Ich muss was machen. Ey, du, das war knapp, aber das war daneben. Aber es geht. Das ist ja mal mega krank, dass du das einfach durch die Wand machen kannst. Ich wollte doch nur einen Perk ausprobieren. Ja, warte, wenn ich dir irgendwie eine Wand, eine Tür finde, wie ich da reinkomme, dann kannst du dich einmal... Ich guck dir die Map weiter an, ich stehe gleich auf. Okay. Ich wäre jetzt eigentlich fertig, dann ich wollte nur noch... Mach deinen Perk da und dann würde ich dich morien. Ja. Und dann wär's das auch gewesen. Und dann will ich irgendwann nochmal, sobald der Killer dann rausgekommen ist, weil den werde ich mir auf jeden Fall holen. Das könnt ihr aber wissen. Also selbst wenn ich nicht sowieso schon alle... Du hast deine Werkzeugkiste da hingelegt. Ist leer. Du hast die Werkzeugkiste geleert. Nee, selbst wenn ich nicht sowieso schon alle Killer hätte, dann würde ich auf jeden Fall den guten Pyramidenkopf wollen. Und wann funktioniert dein Perk? Wann kannst du den einsetzen? Ich muss den erst freiarbeiten. Ich habe diesen Perk mit dabei, dass ich Generatoren blockieren kann. Ja, das dachte ich mir. Aber was ist denn dann nochmal die Voraussetzung für? Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, gut, ich kann ihn nicht mehr kaputt machen. Aua. Lass mich kurz zurückkrabbeln. So. So. Ja, ich lieg gut. Hier ist... Sicher? Ja. Na komm. Also ich habe schon schlechtere gesehen. Denk mal an den Geist, der einfach nur dreimal auf den Typen draufhaut. Ja. Es ist okay, aber es gibt bessere. Das wage ich gar nicht zu verneinen, aber es ist ein sehr gutes, finde ich schon, so im Vergleich zu den alten. Gut, ich würde sagen, das war's für diese Runde und dann bleibt eigentlich nur noch offen zu sagen, ich hoffe, der kommt bald raus, aber jetzt ist erstmal PTB und im PTB werde ich den nicht spielen, weil da jeder weiß, dass man nur gegen diesen Typen spielt und deswegen ist das schwachsinnig. Warum ich hier überhaupt aus der Gruppe rausgehe, frage ich mich, weil eigentlich wollte ich euch nur zeigen, wünscht euch doch einfach mal für die nächste Folge den Fallensteller, den Geist, den Hinterwäldler, die Krankenschwester, die Hexe, den Wandler, die Jägerin, den Doktor, den Kannibalen, den Albtraum, das Schwein, die Seuche, die Legion, das Gespenst, den Clown, Ghostface, den Demogorgon, den Oni oder den Todesboten. Und ich wünschte mal, ihr dürftet euch auch schon den Henker wünschen, aber wir haben keine Ahnung, wann er rauskommt. Also erstmal noch keine Wünsche, bitte. Dankeschön. Oder wünscht euch doch alle gleichzeitig. Nimmt die Hexe. Wünscht euch nicht alle gleichzeitig. Wie kommst du auf so einen Scheiß? Keine Ahnung. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6... Das sind 6 1/2 Folge, wenn man sich alle Killer wünscht. Mach das nicht, Lizzie redet will. Wann kommt eigentlich Council wieder? Gewonnen. Okay, Freunde, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.